Ja, willkommen zurück. Bin gerade ein bisschen demotiviert, muss ich sagen. Weil ich habe gedacht, also ich habe es selbst unterschätzt. Es ist mein Fehler, ne? Ich habe gedacht, ich bin kurz vor Ende, als ich die Aufnahme begonnen habe. Habe natürlich dann auch voller Elan gesagt, ja, komm, dann mache ich das heute eben fertig, ne? Dann aber nach den ganzen Bosskämpfen und Kristallturm gelöst, jetzt nochmal die krasse Dunkelheit hier auf mich wartet. Das habe ich natürlich nicht kommen sehen. Und das nervt mich gerade ein bisschen, weil ich jetzt noch extrem lange wahrscheinlich aufnehmen muss. Weil ich habe jetzt gerade mal eins, so behaupte ich mal, eine von vier dunklen Kristallen besiegt. Und das war schon mega hart. Jetzt muss ich auch noch gegen Johnny Cage kämpfen. Da sind wahrscheinlich hier einfach stärkere Shinobis oder so. Ja, es nervt mich gerade ein bisschen, muss ich leider sagen. Also das Spiel hat mir bisher mega, mega viel Spaß gemacht, aber ich finde es schade, dass ich auch hier nur die Möglichkeit habe, außerhalb der Dungeons zu speichern. Finde ich wirklich schade. Na gut, ist halt so, wie es ist, ne? So, ich schätze mal, ich habe jetzt hier die vier Ecken. Schattenmeisterin. Auch wieder mit einem halbnackten Arsch. Keine Zustandsveränderung, das finde ich gut. Also jede zweite Runde ist dann eine tot. Ich meine, wie gesagt, Level habe ich gar keine Bauchschmerzen mit. Gibt jedes Mal schön ein bisschen mehr Stärke, ein bisschen mehr Energie, ne? Das passt schon soweit. So wie bei Eriel zum Beispiel. Ja, Konstitution intelligentes Animus braucht ihr eigentlich nicht. Okay, wie sieht's hier aus? Okay, da gibt es auf jeden Fall zumindest schon mal eine Kiste, wo auch wieder eine Falle ist und wahrscheinlich Xanders Klon drin hängt. Ja. Ich bin froh, dass ich wirklich noch so viele Elixiere habe, um ehrlich zu sein. So. Ja, auf sie mit Gebrüll, ne? Die Berufsstufen werden natürlich dann auch immer höher, das ist ja auch gut. Und regt sich weg, weil die vergiftet ist. Jetzt daran. Jetzt habe ich es echt nicht geschafft, in einer Runde so ein fucking Viech zu töten. Und sorgt dafür, dass mein Schwarzmagier, oder mein ehemaliger Schwarzmagier, dadurch noch verreckt, wegen dem Giftschaden. Das wäre echt traurig. So, Magie, Claire, Poisona. Gut, dass ich mir einen aufgehoben habe. Kannst du meine Heilung gebrauchen. So. Eine Falle! Ja, ist okay. Ich will nicht wieder, nicht bitte, nicht schon wieder. Alter, willst du mich verarschen, ey? Pff. Ey. Das nervt wirklich gerade. Entschuldigung. Ich hab ein bisschen verschluckt. Ja, dann hast du die wenigstens einfach voll, damit die ein bisschen mehr Schaden machen. Alter, verdammt. Ich würde mir wünschen, dass er keinen Zauber macht, sondern. Quank. Mir fehlt so ein bisschen leider der Protes, also sprich nicht Protes, sondern der Shell-Zauber. Angriff, Mieter auf alle. Habe ich das noch? Ja, kann man zweimal wirken. Das ist gut. Und trotz Hass zieht der jetzt weniger ab, Alter. Das ist unglaublich. Uiu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 
Oh, ihr Angriffsvorteil, das ist schön. Das freut mich wirklich. Alter, aber der Heater, der war schon echt krass, ey. Ja, sauber. Nicht einen Schaden bekommen. Das, so muss das sein. Sehr schön. Freut mich. So, nächster Dunkelkrieger. Dunkler Windkristall. Hey. Sieht um Tod ins Auge. Ach, ich wollte doch eigentlich vorher noch ein Elixier nehmen. Cerberus, okay. Ja, gleiches Spiel, würde ich sagen, ne? Einfach direkt in die Fresse. Flair ist, glaube ich, sogar noch besser. Weil. Also ich mag mich da täuschen. Nee, weißt du was? Du nimmst erstmal direkt ein Elixier. Bevor jetzt irgendwie Scheiße passiert. Nein, du machst jetzt erstmal Torast. Einmal kann ich nur heilen. Machst du dann nochmal auf ihmchen hier hast. Zack, 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 zack. Direkt 3000 Energie. Kommst du nicht tot. Ey, wenn du so ein Typ bist, der physische Angriffe macht. Alles cool. Alles cool, wirklich. Ne? Vorkommen da, dann kannst du von mir so 80.000 Energie haben. Ist mir scheißegal. Hauptsache, ich hab's unter Kontrolle. So, bin ich jetzt auch nochmal so mutig und, machen wir nochmal Flair. Und zauber dann direkt nochmal Hass auf den Spacken da oben. Na, notfalls kann ich mit dem Schwarzmagier ja immer noch, oh, Hass und, ja. Vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung vom Schaden her. Kein Problem. Das ist der Windkristall. Das war jetzt ja quasi der erste Kristall, den wir begegnet. Oder den wir gemacht haben. Wasser war, glaube ich, der zweite. Ich hoffe nicht, dass es der Schwierigkeit ist, weil erwarten mich dann sonst noch zwei schwerere Gegner als beim, als die Echidner. Und die war schon echt nicht ohne. Dann machen wir noch einmal Vitaga für alle. Einmal eine Runde Heilung spendieren. Und dann gibt es erstmal ein schönes Elixier für dich. Warum war das jetzt auf einmal so viel? Okay. Da habe ich jetzt wirklich nicht mit gerechnet. Ja, bevor ich jetzt wieder die Zauber verschwende. Wo ist meine Elixier? Ja, wenn er gleich wieder Blitzscheiße macht. Für 9099. Das sieht man immer gerne. Also ich sehe es zumindest gerne. Ja, das war so klar. Das war so klar. Alter, jetzt kann ich mit Erzengel bezaubern. Aqua oder Saugen? Ja, das kann ich vergessen. Angriff und du machst Archangel. Oh, ich kann eigentlich dann auch mal Sanctus mir mal angucken, ne? Wobei, habe ich ja schon gesehen. Ich weiß nicht, wie viel abzieht. So, ich möchte jetzt nur nicht verpassen, dass ich jetzt wieder den Erzengel zaubere. Witzka. Boah, zieht nicht wenig ab. Ist in Ordnung. Ja, du greifst einfach mal an. Angriff. Und du machst bitte einmal Vigra auf ihnchen hier. Warum denn nur 900? Was ist mit dir kaputt? Weiß Magie ist so gottverdammt wichtig, ne? Echt, das ist so gottverdammt wichtig. Wenn ich es gerade eigentlich abgezogen habe, gar nicht darauf geachtet. Ja, 1500. Ist auch nichts Großes, ne? Der Bio ist da, glaube ich, sogar noch stärker. Ist die Hass jetzt abgeklungen oder habe ich irgendwie was verpasst? Verhasst. Ah, soll ich irgendwas. Ja, einmal sagen, das können wir machen. Das ist schließlich der Höllenhund. Deswegen müsste die heilige Scheiße ja auch entsprechend effektiv sein, behaupte ich jetzt einfach mal. Gucken wir mal. Jetzt auch nicht so gut. Achso, ich habe jetzt gar nicht geguckt, was. Ich gucke nochmal, was Bio abzieht. Habe ich voll nicht drauf geachtet. Habe ich den Terra-Zauber schon gesehen? Fällt mir gerade ein. Ich mache den einfach mal. Einfach, weil ich es kann. Weil, da kann ich mich jetzt gerade null dran erinnern. Gut, wenn jetzt wieder Blitzlicht macht, ist wieder Kacke. Der ist meistens vor dem. Oder der Cerberus ist meistens vor meinen Magiern dran. Ja, das weiß ich nicht. Oder Blitzgewitter. Es ist manchmal halt sehr ungünstig, ne? Vom Timing her. Gaias Wut. So, den habe ich schon mal gesehen, ja. Süß. Erdschaden ist richtig kacke im Spiel. Tut mir leid. Ich kann es nicht anders, nicht besser formulieren.
Angriff. Und du machst bitte, bitte, bitte Erzengel. Ja, so viel Energie, die Schweine, ne? Wie gesagt, ich könnte jetzt die ganze Zeit werfen, aber ich will mir das echt für den Boss aufheben. Hier kriege ich auch noch einen Laden, wo ich mir welche kaufen kann, aber ich habe eh keine Kohle mehr. Weil ich weiß nicht, wie viel ich da jetzt bekomme. Das ist so dumm. Ich habe jetzt schon wieder die Runde verpasst und ich zauber jetzt nochmal Erzengel und verschwinde in Stufe 8 Zauber. Das ist einfach dämlich von mir. Richtiger Spacken. So. Ja, Bio, kannst du ruhig gerne weitermachen. Du kannst bitte mal wieder auf ihn hier zaubern. Er kann nicht mehr so viel. Kann nicht mehr so gut. Okay, der ist tot. Super. Ja, jetzt auch noch 1000 ab. Käse. Ja, kann ich wieder den machen. Und du musst noch mal, leider nochmal den Erzengel rauspacken. Das letzte Mal. Dann kann ich ihn nicht mehr. Ja, da muss ich vielleicht doch auf. Aber ich will nicht schon wieder werfen. Der ist ja eigentlich vom Kontrollieren her ist der Gegner ja voll in Ordnung. Der hat dann ab und zu seine Stufe, weiß ich, Garzauber, ne? Also Blitzgar, Eisgar, was weiß ich was. Der zieht halt mal ein bisschen mehr ab. Aber das war's dann auch. Dafür ist es eigentlich zu schade, finde ich. Ja, genau. Normaler Angriff, perfekt. So will ich es haben. Ja, ich denke mal, wenn ich die vier Viecher jetzt tot habe irgendwann mal. Ja, gut, okay. Perfekt, sehr gut. Sogar noch einen ganz guten Heilzustand ausgekommen. Trotzdem ist es schade, dass ich keinen Erzengel mehr habe. Geben hier aber auch Punkte her, ne? Leck mich am Arsch. So, zweiter Kristall gerockt. Fehlen noch zwei. Ich bin einer der vier. Verdammt, dann langsam Licht. Blut, Schach gewonnen. Dunkelheit, Bahn breitet. Bla, 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 bla. Vor dem Schirm will ich dabei helfen. Wir dürfen nicht so, dass die Welt über nichts versinkt. Wunderbar. Ich dachte, das wäre jetzt das gleiche gewesen wie vorher. Der Kristall blieb schwach. Kirchlicht schlichter zwischen Schatten und Gleißen. Gebt der Welt ihre Hoffnung zurück. Das wusste ich nicht. Okay, das ist natürlich was anderes. Was hältst du davon, wenn du mal anbietest zu speichern, du Sack? Ja, ich spreche gerade mit dem Spiel. Ihr habt richtig verstanden. Einfach Angriff, Angriff, Angriff. Auf sie mit Gebrüll! Okay, das war praktisch, ja. Und immer schön weiter, immer schön Level-Ups, immer schön mehr Stärke kriegen. Das ist das, was ich will. Mehr MPs auch für meine Zauberer natürlich. Gerne auch in den geringeren Stufen. Aber ist schon krass, wie viel die mittlerweile an Erfahrungspunkten brauchen, ne? So. Wären nur noch zwei. Ja, leck mich am Arsch, echt. Ich hau dir einfach auf die Fresse. Du fällst zwar 1000 Jahre aus, aber ist mir scheißegal. Brut ist auch das noch. Aber es hilft dir nicht gegen die allmähliche Versteinerung. Ja, mach ich so oft Brut ist, wie du willst. Interessiert mich nicht. Guck mal, noch einen Angriff, da musst du eigentlich komplett versteinert sein. Ich müsste den Kampf über... Ich schaffe es einfach nicht, ne? Ich schaffe es einfach nicht, den zu versteinern. Das ist unglaublich. Egal. Achso, das ist... Ja, okay, die machen alle Angriff. Das ist gut. Alter, kommen hier jetzt alle mit Brotes um die Ecke? Was ist los mit euch? Okay, das hilft bei dem... Hat auf jeden Fall nicht viel geholfen. Augenscheinlich. So, wie sieht's denn hier aus? Wo ist hier die versteckte Kiste? Ganz oben, also überhaupt nicht versteckt. Oh, eine Falle! Ja. Zauber wieder Brot auf dich selbst. Damit wäre ich sehr einverstanden. Ja, der wird's überleben, der wird's überleben. Der ist hart im Nehmen. Warum kann ich eigentlich die Xander-Klone nicht, versteinern. So. Erstmal. Musst du nochmal deine Level 1 Heilzauberkünste einmal beanspruchen, bitte? Weil eigentlich, ne? Ach, ich habe nicht schnell gespeichert. Müssen mir die ja immer einfacher fallen, die Gegner. Weil sie halt nun mal auch, ne? Weil ich auch immer ein bisschen stärker werde. Auch wenn es nur ein bisschen ist, aber ist ja egal. Hast, bitteschön. Ja,
Geile Scheiße. Okay, jetzt wäre eine Heilung vielleicht nicht verkehrt. Wenn er gleich irgendwas auf alles, was auf alle geht, macht. Ist das blöd? Aber schön, dass ich wenigstens Hass auf den richtigen gezaubert habe, offensichtlich. So. Ja, das, die Stufe, das möchte ich mir eigentlich für den Boss, der gleich kommt, aufheben. Angriff. Und du musst einmal bitte mit ganz viel Zucker oben drauf. Mikro auf den Zaun, bevor Xande irgendwas macht. Ja, ist in Ordnung. Der hat eine gute Verteidigung, was Zauber betrifft. So, perfekt. Ich muss jetzt noch einmal kurz korrigieren. Mach's weiter schön bio. Greif's an und du zaust bitte auch nochmal Hast auf den Spacken da oben. Beben. Ja, das ist, glaube ich, auch nicht wenig, ne? Ja, okay. Muss ich gleich die neue Runde wieder aufpassen. Auch wieder kurz korrigieren. Zack. Boom. Eigentlich sollte ich vielleicht dem zweiten... Oder wäre vielleicht sinnvoll gewesen, wenn ich ihm auch irgendeinen Heilzauber mal beigebracht hätte. Auch irgendwie Vita-Gar oder irgendwie sowas. Wäre wahrscheinlich sehr praktisch gewesen. Boah, wie gediegen der ist jetzt wieder zum ersten Klon, ne? Und noch eine Schleife. Ich habe gleich 4 Schleifen. Bringt ihr denn was? Ja, Magieabwehr technisch, aber... Ach so, aber vielleicht... Was ist mit euch? Ach, guck mal. Es ist so schlecht von mir. Es ist so schlecht von mir, ne? Nein, okay. Achso, du trägst schon eine Schleife, okay. Alles klar. So, dann speichern wir jetzt aber mal kurz schnell. Welt der Dunkelheit. Welcome to your dome. Achso, laufe ich hier richtig. Laufe ich hier richtig. Große Preisfrage. Ja, da geht's durch. Alles klar. Perfekt. Eine kleine Abkürzung. Und ich mache jetzt nach diesem Kampf auf jeden Fall erstmal einen kleinen Schnitt. Weil ich habe die 60 Minuten wieder erreicht. Ich muss es ja heute offensichtlich augenscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich es beenden muss, aber ich muss auf jeden Fall einen gewissen Zustand erreichen. Zumindest so, dass ich wieder speichern könnte. Aber ich denke mal, ich werde vor dem Ende des Spiels nicht dazu kommen. Zieht durch. Oh, zack. Stopp. Dunkle Feuerkristall. Ich brauche nochmal deinen Level 1 Zauber, bitte. Halt's mal alles schön. So. Zack. Ja, Poisoner wär's. Also, wenn ich jetzt einen Gegner habe, der Gift zaubert, ist das schlecht, aber ist halt so. Gut, ja, bevor wir uns jetzt dem Boss des dritten Kristalls widmen, mache ich hier nochmal einen kurzen Cut. Sehen uns aber dann gleich hier wieder. Bis dann. Tschüss.